Ah lol, was habe ich da jetzt gemacht? Seit wann? Hä? Moment einmal. Legen Sie in, ach so, legen Sie nachts einen Sprengstoff im Tunnel. Ah, nice, okay. Oh fuck. Was bist du für eine Sade? So. Alter, wie mich die Scheiß-Typis anstinken, da heißt wirklich. Die sind da drinnen, so wie es ausschaut. Ist es ja mal nice. To know. Aha, da in den Tunnel sind die also drinnen, so wie es ausschaut. Lol. Alter, wie viel sind denn von euch da? Ich muss irgendwie da rüberkommen, da. Die andere Seite, aber ich weiß nicht wie. Achso, wir sind über die Autobahn. Na gut, gehen wir so. Aber das ist der Tunnel. Okay, nice zu wissen. Also gut zu wissen auf jeden Fall. Dass das dieser Tunnel mit den Nachtdingsbumses ist, oder? Aber das ist mir ehrlich gesagt zu viel Adrenalin jetzt da. Da bekomme ich einen, weiß ich nicht, heißt. Bekomme ich einen Herzausschlag, heißt. So, das funktioniert nach wie vor noch nicht. Das geht mir irgendwie ein wenig auf den Sack, muss ich sagen, da. Aha, das ist dieser Tunnel. Okay, good to know, auf jeden Fall. Aber warte mal, das muss ich mir jetzt kurz noch einmal anschauen, da. Aha. Nur wie kann ich da den Dings legen, da jetzt? Da drinnen sind sie auf jeden Fall. Okay. Ja, sollen sie, mein Gott, na, bitteschön. Sprechen sie mit Ivan. Okay, da muss ich in der Nacht herkommen, so wie es ausschaut. Alter. Oh, meine Maketen ist schon wieder fast kaputt, hast. Das geht mir auf den Sack. Ich hab die jetzt so ausgenutzt vorher. Oh, und ich hab keine Muni mehr, sehe ich gerade. Geil. Das ist einmal eine geile Sache, würde ich sagen. Da ist irgendwo so ein explodierender Typ, habe ich gesehen. Das muss ich mir nicht antun. Oder doch. Geil. Ich habe mir angeschaut, eine nicht ihre Komplettlösung. Ich habe das eigentlich zufällig gefunden. Und zwar bei GameStar oder irgendwo haben sie das Spiel gespielt. Und da habe ich gesehen, dass man anscheinend... Hä? Die haben, wie haben die das gemacht? Das geht doch gar nicht. Hä? Die sind, Moment mal, von da vielleicht. Ich weiß es nicht mehr genau, von wo sie das gemacht haben. Aber irgendwie sind sie da oben raufgekommen. Hallo? War so auf jeden Fall nicht. Die sind da, wie gibt's das? Wie haben die das geschafft? Das gibt es auch nicht. Ich habe mir das angeschaut, wie gesagt, bei GameStar. Die sind da einfach rübergesprungen. Aber das schafft man doch niemals. Das geht doch gar nicht. Im Endeffekt kommst du nur da oben rum. Und da oben rauf kommt man aber, wie gesagt, auch nur, indem man da... Ah, das ist komisch. Moment einmal. Indem man da rüber springt. Das geht ja anders gar nicht, glaube ich. Oder? Nein. Das bezweifle ich, dass man das irgendwie schaffen kann, auf die Weise. Das scheint mir nicht ganz so geil zu sein. Kurz einmal noch geschaut. Na, das gibt's doch nicht. Wie haben die das im Video? Die haben das in dem Video aber hundertprozentig so gemacht. Wie gibt's das? Dass die das dann geschafft haben da, das geht ja doch gar nicht so. Hm. Sehr eigenartig, sehr, sehr eigenartig. Ich will jetzt aber auch nicht unbedingt drauf gehen, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Auf das habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Von dem her, hallo? Von dem her werde ich das jetzt einmal so lassen da. Da komme ich wieder nicht drüber, Alter. Was ist das wieder für ein Mix, da heißt der? Komme ich da nicht mehr raus, oder was? Man kommt... Hm. Ja, man kommt im Endeffekt nur von dort oben rein. Es geht anders nicht, glaube ich. Das ist nicht möglich so. Das ist die... Eine der ersten... Na, no, sag einmal. Einer der ersten Missionen heißt, und ich schaffe sie nicht. Ich finde das YOLO irgendwie, aber ich fall immer runter da. Aber warte mal, Moment einmal, wenn man... Haha, auf die Autobahn rauf. Und dann da oben drüber, da muss es ja irgendwie oben drüber gehen dann. Seht ihr das? Da ist Teil da. Da kann ich dann da runter und dann da rüber und dann müsste ich eigentlich rüber... Das probiere ich jetzt noch. Jetzt muss ich nur irgendwie wieder auf die... Ah, Moment einmal. Auf die Autobahn irgendwie raufkommen. Moment, das muss auch von da drüben schätzungsweise gehen irgendwie. Das schauen wir sich jetzt einmal an, weil das würde mich wirklich interessieren. So.
ich will die scheiß Mission nämlich endlich abschließen. Jetzt, das habe ich jetzt, hebe ich mir jetzt schon seit dem Anfang auf. Im Endeffekt schaffe ich es nie. Das kann es einfach nicht möglich sein. Jetzt komme ich doch nicht auf die Autobahn oder was? Das ist jetzt einer ernst. Ach, Gott, sie muss sie erst. Finden Sie den Tunnel, aus dem Slums herausführt. Okay. Na, ich muss auf die Autobahn, es hilft nichts. Aber nur wie ist die Frage? Weil da drüben habe ich gesehen, man kommt ja da, da ist ja abgerissen, oder? Die Frage, ob man da rüber. Ah, da sind fluoreszierende Pilze, siehst du? Das muss man sich da gleich einmal anschauen. Da ist ja. Ja, sie ist ja da abgerissen. Sprich, da muss ich anscheinend irgendwie dann. Weiß ich nicht. Muss man sich jetzt anschauen einmal. Der explodierende Typ scheint eh nicht mehr da zu sein. Alter! Fall dir in den Bus rein, hörst du die geile Sau. Ist es jetzt schon wieder Nacht oder was? 18 Uhr, Alter, ich bring mich um, hörst du, jetzt muss ich wieder schlafen gehen. Weißt du, wie mich das ankotzt? Aber. Man kommt doch da gar nicht nach oben, oder? Ich sehe nichts, die Sonne blendet mich so her. Ja, wurscht, wir müssen schlafen gehen, es hilft nichts. Na, man kommt da gar nicht drüber da. Ah, Moment, da ist eine Lagerhalle daneben. Kurz noch geschaut, bevor ich zurückgehe. Da könnte man rüberkommen. Okay, das schauen wir sich morgen dann an. Beziehungsweise nicht morgen, aber. Ah, jetzt muss ich da wieder einen. Gibt es ein näheres? Nein, gibt es nicht. Scheiße. Warte mal, jetzt schaue ich kurz mal nach. Quests. Legen Sie nachts den Sprengsatz. Oh, Moment, da muss ich schauen, wie weit ist das Schlafen gehen dann weg. Weil, ich will dann nicht da mitten in der Nacht irgendwo herum. Ah, Moment einmal, das ist das Haus mit dem roten Rauch, das was mit der Typ schon so lange belegt. Alter, was da ist, sie heißt. Da müssen wir doch auch rein. Na endlich, ich dachte schon, du kommst nicht mehr. Lass weiter roten Rauch in die Luft und du bekommst die verrücktesten Besucher. Ich hatte nur noch Rot. Egal. Du bist hier, also hat's funktioniert. Bring diesen Umschlag in den Bazar zu Aziz. Sag ihm, Ryan schickt dich. Aha. Roter Phosphor, Lauge, Jod, Salzsäure, Diethyläther, Nitrophenol. Nitrophenol, bla bla bla. Ich hoffe denn. Warte mal, da ist der Tunnel. Gibt's da kein Versteck in der Nähe, sag mal? Das gibt's ja nicht. Ich brauchte irgendwo Schützen, ja, das ist. Wie komme ich denn am schnellsten dort zum Verstecken? Scheiß mich an. Interessanten Süppchen. Lena Crane hier. Hörst du mich? Crane, hier ist Aman. Lena ist beschäftigt. Kann ich helfen? Jemand will, dass ich ihm roten Phosphor, Lauge, Jod, Salzsäure, Diethyläther und Nitrophenol besorge. Dieser jemand hat ganz offensichtlich vor, Slam herzustellen. Ein Junk-Amphetamin. Rais Leute putschen sich damit auf, um mehrere Tage wach zu bleiben. Ah ja. Schattenjäger sind Schoßhündchen im Vergleich zu jemandem auf Slam. Ich sollte diesen Typen aus dem Verkehr ziehen. Um ehrlich zu sein, könnten wir das Nitrophenol dringend hier im Labor zur Desinfektion gebrauchen. Unser Vorrat ist aufgebraucht. Ich soll die Zutaten also abholen? Genau. Komm danach zum Turm. Ich weiß, wie wir den Kerlen einen Strich durch die Rechnung machen können. Na schön. Vorher muss ich einmal dort zurück ins Haus kommen, da, damit ich da nicht ganz so T gedrückt ist, machen wir natürlich. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann pennen wir mal kurz eine Runde, würde ich sagen, bevor es da wieder Nacht wird. Dann kann ich, theoretisch kann ich mir nächstes Mal anschauen, dann, das mit, was ich da beim Tunnel machen muss. Ich muss ja da irgendeine eine Bombe legen oder so. Nacht überlebt, jawohl, ich bin stolz auf mich. Nacht, das muss man alles was gehen, Bazar, okay. Na, wir machen jetzt, ich will die scheiß Mission jetzt einmal fertig machen, da. Das geht mir so auf den Sack, dass ich das nicht schaffe, da. Dass es aus ist. So. Okay. Das ist aber nicht der Tunnel jetzt, oder? Ah, nein, das ist ein anderer Tunnel. Ja, genauso schrecklich. So. Und ich meine mal, dass das der kürzeste Weg ist, da. Trotzdem durchzukommen. Bevor ich da jetzt lang heraus und herumscheiße, da. Warum sind da eigentlich keine solche Nachtdingsisserinnen da? Und nur in dem anderen Tunnel, der wäre jetzt ja nicht einmal irgendwie was Besonderes, der andere Tunnel oder so. Alter. Wie mich der Scheißer an den Sack geht da mit seinem Kackdings, heißt halt. So, eigentlich wollte ich ja gar nicht daher.
eigentlich wollte ich ja genau darüber da. Das, da wollte ich eigentlich hin, weil ich mir das jetzt einmal anschauen muss. Aha. Ob man da auf die Autobahn rauf kann oder nicht. Das ist halt die Frage jetzt, oder? Was geht es da eigentlich, sag mal? Da muss ich direkt einmal reinschauen. Nachdem es ja gerade so friedlich, still und leise ist. Hallo? Schauen wir kurz einmal in den LKW rein da. Medikits brauche ich, ich habe so viel verschleudert jetzt vorher, dass es ganz aus ist. Und so wie es ausschaut, scheint es da relativ friedlich zu sein momentan. Was ich mir natürlich sehr lobe. Ah, fuck. Schon langsam habe ich wirklich da Probleme mit den Dietrichen, du hörst. So, habe ich den Punkt jetzt gefunden? Nein, auch nicht. Alter. Kruzifix heißt der. Hallo? Da war er doch gerade. Nein! Ah, fucking hell. So, aber jetzt Halleluja. 40 Stunden. Schon wieder Brechstange. Halleluja. Pitfighter, okay. Küchenmesser 58. Nagelbeil, das braucht die Sound. Das braucht die Welt nicht, würde ich sagen. Erstklassige Brechstange, die ist natürlich nützlich. Da kommt man sicher rüber. Also wenn man da nicht rüberkommt, dann heiße ich aber Hans Hugo. Das müssen wir sich jetzt kurz einmal anschauen. Neue Quarantänezone entdeckt, schon wieder. Das ist doch für Quarantäne. Ich muss einmal reinschauen in eine so eine Quarantänezone, was da drinnen so abgeht. So. Ah, da kann man nicht reingucken. Okay. Jetzt müssen wir schauen, dass wir auf das Dach raufkommen da irgendwie. Und dann schauen wir's. Okay. Jo. Das wollte ich zwar eigentlich nicht jetzt, aber gut. Was geht's da herinnen eigentlich, sagen wir mal? Schlossnacken. Bevor die alte blöde Sau da drüben herkommt, schauen wir kurz in die Kisten rein. Vielleicht hört sie es nicht. Ah, schon wieder eine Brechstange. Lol. Jetzt habe ich aber dann genug Brechstangen gefunden, glaube ich da. So. Eigentlich wollte ich. Ach, ich bin natürlich genau wieder dort eingestiegen, wo das Loch im Dings drin ist. Toll. Ja, dann probieren wir es auf ein zweites. Vielleicht bin ich dieses Mal richtig dann. So. Probieren wir es halt hier. Jawohl, das schaut mich gut an. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Aha. Ist da herum irgendwas Wichtiges vielleicht? Nö. Schaut nicht so aus. Okay. Haha. Haha. Okay. Weiß nicht so, was mir das jetzt irgendwas gebracht hat eigentlich, weil ich muss ja eigentlich nach oben hin. Hallo? Ah, das kann er anscheinend nicht greifen, so wie das schaut. Ich will ja da rauf irgendwie kommen, aber das geht anscheinend. Achso, Moment einmal, da geht's rauf. Lül. So, und da muss ich schauen. Oh fuck, Alter, wie viele Typen das da sind. Da muss ich schauen. Dass ich da irgendwie raufkomme jetzt da. Aha, Moment einmal. Da müsste es ja eigentlich raufgehen, rein theoretisch. Und zwar so. Genau. Hallo? Alter, nimm's in die Hand. Genau, perfekt. So, schon langsam bekomme ich es ja zusammen. Genau, das schaut mich gut an. Was ist da hinten leicht? Oh fuck, da sperrt mich eine Hand, dann muss man weg. Au. So. Ich meine mal, da sind wir richtig. Jawohl. Alter, ich hab's geschafft. Halleluja, Leute. Ich hab's geschafft. Eine der ersten Missionen. Ah, Moment, ich hab's noch nicht geschafft. Oh lol. Aber ich hab's überlebt, das ist das Wichtigste. So, da schauen wir in die Kisten rein. Nach 50 Tagen habe ich es geschafft, die scheiß Mission jetzt vielleicht hoffentlich endlich abzuschließen. Mit dem Gazi. Das war eine der ersten Missionen, an diejenigen, die sich vielleicht noch erinnern können dran. Wie gesagt, das weiß ich nicht, wie viel Zeit ist das jetzt her, dass ich das eigentlich gemacht habe. Ah, okay. Aber die ist nicht wirklich sonderlich gut. So, jetzt muss ich einmal trotz allem den Eingang finden. Ja lol, ich bin am Dach, aber wie komme ich da jetzt rein? Ist das Scherzkeks oder wie? Achso, Moment, da ist der Eingang. Geil. So. Servus Gazi.
Wo bist du? Da hat er auf jeden Fall was drin und da schauen wir kurz rein. Ah ja, halber, jawohl. Brauchen wir sowieso. So, Chemikalien. Ich würde sagen, wir durchsuchen da noch kurz seinen Kühlschrank etwas da. Aha. So weit, so gut. Hallo, Gazi. Psst, der Film läuft. Lol. Der Typ hat jetzt einfach. Schaut jetzt seit 50 Tagen den Film, oder wie? Lel. Gut. Ist Mama happy? Ja, Mama ist total happy. Gazi hat Pauline und den Film besorgt. Dann werde ich mir die Medizin für meinen Freund nehmen, ja? Okay. Mama hat keine Anfälle mehr, seit ihr Kopf ein Kürbis ist. Die Medizin liegt da auf dem Tisch. Ja, danke, Gazi. Gazi macht alle Leute happy. Okay, naja. Hallo, was habt ihr jetzt für... Hallo? Wo soll die Medizin sein jetzt? Aha. Geilo, geilo, geilo. So. World's best mom. Okay, jo. Gut, fragen wir jetzt nicht noch. Wie kommen wir jetzt wieder raus? Gar nichts. Jetzt müssen wir wieder übers Dach rausgehen. Aber wenigstens geben sie sich zum Passant. Okay. Aha. Gut, so weit, so gut. Haben wir die Mission wenigstens mal abgeschlossen. So, legen sie nachts einen Sprengsatz auf den Tunnel. Okay. Ja, wir gehen jetzt einmal zurück. Ah, mich juckt die Nase. Ah. So. Oh fuck. Lol. Alter, wie bin ich wieder gescheit heute? Wir gehen jetzt zurück, verkaufen dann kurz den Grimmskrams, den wir da mit haben, und dann würde ich sagen, reicht es für heute mal. Haben wir eigentlich heute wieder relativ viel weiterbekommen, mehr oder weniger. Du bleibst unter dem Bus liegen, würde ich sagen. Das scheint mir ein besserer Platz für dich zu sein. So. Durch den geilen Tunnel wieder durch, da würde ich sagen. Und dann sind wir auch schon wieder zurück. Mehr oder weniger fast. Gut. Jo, liefern wir das Klumper dann mal ab. Moment, beziehungsweise... Ja, machen wir das jetzt mal. Gehen wir mal zurück, weil da haben wir haufenweise Quartiermeister wieder zum Abholen. Vielleicht haben die noch was mit für uns. Außerdem muss ich die Hippe verkaufen, die kaputte. Was? Alter, bist du Fan? Lol. Okay. Bleibst du stehen? Komm nicht näher. So eine Sache. So. Perfekt. Aha, das bringt mir nichts. Halleluja, wir haben endlich einmal einen ganzen Dings wieder ausgeraubt. Einen ganzen. Naja, was soll ich sagen? Hallo? Ein Schloss nacken schwer, Alter. Wieso haben sie das nicht gleich aufgemacht für mich? Die haben ja gewusst, dass ich komme und sie umbringe, aber naja. Endlich habe ich einmal einen ganzen Speertrupp umlegen können. Das ist ja 156 erst. Bist du blöde? Erstklassige Brechstange 125. Küchenmesser, so, das schmeißen wir weg. Das braucht keine Mensch. Keine Mensch braucht es. Gut, wir waren am Weg jetzt genau zurück. Richtung Haus. So, nein, das tue ich mir sicher nicht an. Das können sie sich sparen. Jo. Alter. Fucking. Fuck, was da für Typen jetzt. Okay. Was muss ich da genau jetzt machen? Oh, wow, immer schön langsam. Alter. Kannst mich mal. Okay. Ich habe gerade in der Rabattaktion laufen. Handeln. Ah ja, warte mal, handeln, genau wenn wir schon da sind. Oh, Polizeigewehr. Fuck. Ein Säbel! Ja toll, der kommt natürlich jetzt genau, wo ich nicht mehr, wo ich mir gerade eine Waffe gekauft habe. Azitz, den brauchen wir. Ryan checkt mich. Was ist mit Assam passiert? Na was schon. Ein gefährlicher Job, den ihr da habt. Also, ich habe alles hier, bis auf das Nitrophenol. Du hast also nicht alles. Ryan wird das nicht gefallen. Was soll ich machen? Der Butter hat letzte Nacht bei einem Unfall im Tunnel sein Auto geschrottet. Und das Nitrophenol ist im Kofferraum seines Wagens. Du wirst es also holen müssen. Das ist das allerletzte Nitrophenol. Es wird unmöglich sein, das Zeug irgendwo zu kriegen. Was für ein Wagen ist es? Weiß. Mein weißer Wagen. Mehr kann ich mich nicht erinnern. Du willst das wirklich durchziehen? Ryan hasst es, enttäuscht zu werden. Du bist ja ein harter Hund.
Solltest du das Ganze überleben, hätte ich vielleicht einen Job für dich. Na schön. Das freut mich aber. Gut, handeln. Was hat der da liegen hinter der Theke da? Okay. Verkaufen. Moment einmal. Das können wir eigentlich im Hauptstück auch machen. Aber das hat er doch gehabt. Er hat da. Sipahi-Säbel. Der hört sich geil an, muss ich sagen. 13.000 ist aber auch nicht gerade günstig. Panga-Machete. 243. Na, Servus heißt. Aber der Säbel ist geil. Soll ich mir den kaufen oder nicht? Handling 573. Ich kaufe den mir jetzt. Kein Slime. Kein freier Slot, Alter. Kannst mich mal. Verkaufe ich mal kurz irgendwas. 134 die Hippe. Die brauche ich eh nicht mehr, oder? Verkaufe ich mir jetzt. So, jetzt schauen wir mal. Der Säbel hat, Temperaturen 400. Also der Typ ist schon gut, also. Aber Spaltax, die ist wieder so langsam. Nein, ich nehme den Säbel jetzt einmal. Ich kaufe mir den jetzt einfach, weil er geil ist. Aufrüsten tun wir ihn dann drüben. So, hoffentlich war das jetzt kein Fehlkauf. Sonst bereue ich es wahrscheinlich jetzt zutiefst. Oder auch nicht. Wir schauen jetzt auf jeden Fall mal zurück in den Turm. Weil da waren wir jetzt schon seit 30 gefühlten Ewigkeiten nicht mehr. Kommt mir zumindest davor. Ja, muss auch sein, einmal wieder einen Besuch. Bewegen Sie sich, was? Begegnis? Weißen Wagen? Okay. Ja, das machen wir später. Nicht jetzt, meine Freunde. Jetzt schauen wir mal zurück zum Hauptquartier. Kurz noch da ein paar Pflanzen mitgenommen, wenn wir schon da sind. Achso, da muss ich hier lang, sehe ich gerade. So. Perfekt, der hat mir jetzt ein Sprungbrett gedient. Wunderbar. So. Jetzt habe ich hier keine Ausdauer mehr. Sehr schön, sehr schön. So, da sind wir schon wieder, jawohl. Schauen wir gleich einmal zuallererst. Sicherheitszone wird betreten, supi. Schauen wir mal darauf. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Händler. Händler, da haben wir einen Händler. Servus. Tanto-Machete, ja, gut, da ist mein Dings aber glaube ich besser. So, 124. Ich meine, das verkaufen wir jetzt. Oder was meint ihr? Das verkaufen wir jetzt, weil das bringt nichts mehr. Und 24, das ist völlig ausrangiert. Ein Sprechmesser. Ah, Sprechmesser. Brechstange behalten wir sich noch. Tanto-Machete. Den verkaufen wir auch. Der Klicketschläger. Hippe. Ah, die können wir auch verkaufen, genau. So. Edelsteine haben wir auch noch. Okay. Erstklassige Brechstange. Einfaches Beil. Einfache Sichel, 156, Brecheisen und Säbel. Okay, gut. Ja, grüß dich. Ich hätte da ein... Okay, Buhr. Warte mal kurz, wo haben wir jetzt das Tanto-Machete? Moment mal. Den Säbel haben wir mal ins Inventar rein, da tun wir mal herstellen. Ganz mieser Tagmod. Erweitert um Angriff für einen mittleren Gifteffekt und einen schwachen Feuereffekt. Ja, ich meine, das... Macht man einen starken Gifteffekt. Wäre natürlich auch interessant. Kurzschwert. Geil. Ja, das machen wir mal. Sehr gut. Und dann schauen wir F6 Upgrade noch. Was haben wir da jetzt noch? Wahrscheinlich nicht. Ah, Duellant. Wir haben mehrere Sachen jetzt neu, habe ich gesehen. Pitfighter haben wir auch. Duellant müssen wir, glaube ich, auf jeden Fall machen. Dann haben wir noch... Pitfighter bringt Handling und Schaden noch einmal zusätzlich dazu. Titanhaltbarkeit müssen wir, glaube ich, auch fast nehmen. Und, Handling. Fuck. Fechtmeister. Oder das, ich weiß es nicht, was nehmen wir. Handling plus 38. Das bringt noch einmal 4 Haltbarkeit. Wir nehmen das noch. So, F-Upgrade herstellen. Jawohl, jetzt haben wir geile Sachen. Den Säbel. Ja, Schnäppchen, genau. Du bist auch ein Schnäppchen. Einfache Tanto-Machete, die verkaufen wir auch noch, weil ich will nicht so viel Zeug mit mir herumschleppen. Das brauchen wir alles nicht. Die erstklassige Brechstange verkaufen wir auch. Da haben wir jetzt das einfache Beil noch. Das passt. Die Dings, Tanto-Machete, das, Brecheisen. Passt, okay. Haben wir den ganzen Scheiß einmal weg, den wir eh nicht mehr brauchen. So, das tun wir jetzt auch weg da.
Jetzt, meine Damen und Herren, schauen wir kurz. Endlich ab. Eins der Gebäude ist eingestürzt. Lol, schön für dich. Da wollte ich noch herschauen, genau. Primitive Hacker, die kann er sich sparen, die brauche ich nicht. Muss ich wieder nur unnötig zum Händler laufen und das verkaufen, hat keinen Sinn. Was hat er? Einfache Sichel brauchen wir auch nicht. So. Gut. Wir sollen, warte mal kurz mal geschaut. Ja. Fahren wir mal nach oben einfach. Ach ja, was soll's. Naja, geht ja was weiter. Wie gesagt, jetzt sind wir eigentlich, glaube ich, schon relativ weit. Ich muss jetzt wirklich mal schauen, bei wie viel Prozent, dass wir jetzt die Story schon durchkommen eigentlich. Ich habe jetzt da relativ viel um die Nebenmissionen gekümmert, weil ich nicht die ganze Zeit nur durchrushen will bei der Story, sondern auch ein paar Nebensachen erfüllen will. Kann man da irgendwo nachschauen? Kann man nicht, wie es ausschaut, oder? Na. Schaut nicht so aus. Da haben wir aber Fertigkeitsstufen, die können wir heute wieder einlösen, nachdem ihr heute wieder dabei seid. Naja, seid ihr irgendwie immer, also zumindest für die, die zuschauen. So, Lena. Ich hab die Krampflöser. Danke. Wie hat's mit Gazi geklappt? Er mag zurückgeblieben sein, aber er weiß, wie er kriegt, was er will. War seine Mom auch da? Ja, sie kam mir happy vor. Wenn Mama nicht happy ist, ist niemand happy. Apropos, Bracken bat mich, dir das hier zu geben und dir zu danken. Ah ja. Champion. Wahrscheinlich hätte ich das beim Upgrade gebrauchen können. Ah, schade. Was? Ah, das war's schon. Aufzug runterfahren. Okay, dann fahren wir wieder runter. Passt auch. Gut. Hey, so weit, so gut. Ja, eigentlich können wir sich jetzt gleich einmal die Punkte anschauen, die Fertigungspunkte. Damit haben wir das auch hinter uns. Und dann würde ich sagen, sehen wir sich beim nächsten Mal dann wieder. Hoffentlich hat es euch Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall sehr, wenn wir trotzdem weitergekommen sind heute wieder. So. Ja. Wir schauen noch kurz zu den Fertigkeiten. Wir haben da eins frei. Was haben wir neu? Lernen Sie... Artikel ohne Sie... Oh, nice. Okay. Das haben wir neu. Und lernen Sie, wie man einen Wurfhaken baut, um diese einzelnen Ergeben freier zu machen. Aha. Was? Ah ja. Lernen Sie, wie man Wurfhaken baut, um diesen Einsatz mit dem Geben uns freier zu bewegen. Cool. Ja, die zwei Sachen haben wir neu. Entscheidet euch bitte irgendwas von den zwei, weil die anderen finde ich jetzt nicht so brillant, aber gut. Schauen wir mal, was haben wir da? Rückschlag. Verwenden Sie Wurfwaffen. Okay, da haben wir eigentlich ja nichts wirklich Neues. Halt bitte Schaden. Wenn weiß, Sie können sie schnell abschütteln. Ja, eins von den zwei schätze ich einmal. Aha. Ja. Könnt ihr euch auch entscheiden. Und dann haben wir noch Kraftstufe. Da haben wir, glaube ich, wieder... Aha, was haben wir da? Wenn sie mehrfach treffen, Schadensboost. Okay, na gut, das ist natürlich jetzt der Schadensboost. Haben wir noch wie vor. Was haben wir da? Kräftiger Schlaf durch den Boden bringt die auf einen zu Fall. Drücken sie zum Ausführen C, während sie in der Luft sind. Aha. Ja, haben wir auch. Und das eben Fokus. Und dann der Wisch. Ja, sucht euch das aus. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei sein mögt. Und bis dahin. Ciao.